So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Pokémon Trading Card Game Online Let's Plays mit mir, dem Regi. Und heute wollte ich euch mal ein Deck vorstellen, was mir die letzte Zeit relativ viel Spaß gemacht hat und was ich echt cool finde. Und zwar ein Yveltal EX Deck mit Zoroark. Yo. Und zwar geht es vor allen Dingen um dieses Zoroark. Und zwar das aus, ich weiß nicht, wie hieß das jetzt nochmal auf Englisch, ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Zoroark, was echt gut ist oder was ganz cool ist. Und zwar hat es einen Angriff, was Rabiate Krallen heißt. Und dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte für jedes Finsternis-Pokémon im Spiel zu. Jo, also was du im Spiel hast. Und das heißt, wir können auf Zoroark auf Minimum 20 Schaden kommen oder auf Maximum 120 mit 5 Pokémon auf der Bank und Zoroark als aktives Pokémon. Sein zweiter Angriff, finstere Offensive, kann auch manchmal ganz gut kommen, wenn der Gegner eher mit weniger Schaden angreift. Finstere Offensive macht halt für 20 Schadenspunkte für jede Schadenmarke, die auf Zoroark liegt, also bis zu 180 Schaden, wenn es 90 KP auf Zoroark liegt, aber ich denke, so weit wird es meistens nicht kommen und die Gegner werden das natürlich auch nicht in Kauf nehmen, dass dann halt ein Zoroark mit 180 ohne irgendetwas anderem angreifen kann. Ja, also es geht vor allen Dingen um die Zoroark und deswegen spielen wir beispielsweise auch nur Finsternis-Pokémon in diesem Deck. Aber dieses Zoroark hat auch noch einen kleinen Bruder, und zwar dieses Zoroark. Das ist das Zoroark aus Schwarz und Weiß. Und Zoroark aus Schwarz und Weiß hat einen Angriff, der Schmarotzer heißt. Hier. Wähle einen Angriff des verteidigenden Pokémon und verwende ihn als diesen Angriff. Das heißt also, wir können jeglichen Angriff auf den verteidigenden Pokémon mit einer doppelfarblosen Energie auf diesen Zoroark angelegt kopieren. Das heißt also, wir können prinzipiell eine schwarze Schleuder von schwarzes Kyurem EX kopieren für 200 Schaden und das schwarze Kyurem dann K.O.'n. Wir müssen dann natürlich die doppelfarblose Energie ablegen, aber soweit es geht, ist es auch trotzdem echt gut. Und ansonsten können wir auch noch zwischendurch mit Ränkespeed angreifen, wenn wir unser Spiel noch ein bisschen vom Speed her erhöhen wollen. Ränkespeed ist einfach derselbe Effekt wie Computer Search für einen Angriff, und zwar für eine Finsternis-Energie. Durchsuche dein Deck nach einer Karte und nimm sie auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Ist eigentlich manchmal auch ganz praktisch. Und meistens benutzen wir aber dieses Zoroark eher für seinen zweiten Angriff. Und zwar Schmarotzer. Ja. Gepaart wird dieses Zoroark mit seiner Vorstufe, dem normalen Zoroark. Was halt die Ability Aufstieg besitzt. Aufstieg kann manchmal ganz gut kommen. Es gibt einen Zoroark mit 60 HP. Das ist manchmal auch zu empfehlen. Ich finde aber dieses Zoroark manchmal echt praktisch. Oder zurzeit echt gut. Und damit können wir halt mit einer Finsternis-Energie auf diesem Zoroark einfach mal eben, ja, Zoroark zu einem Zoroark entwickeln, was manchmal sogar echt ganz gut kommen kann. Zusätzlich hat sein Angriff eine doppelfarblose Energie, und zwar Kratzer, 20 Schaden. Und diese 20 Schaden lassen sich mit einem Silberreif beispielsweise auf bis zu 50 Schaden erhöhen und mit Gift und Laserbank sogar auf 80. Ja, meistens reißt natürlich nicht damit an, aber es kann gut kommen, das will ich euch damit sagen. Das beste Finsternis-Pokémon im Spiel, Yveltal EX, darf in diesem Deck natürlich nicht fehlen. Das haben wir zweimal drin. Yveltal EX habe ich schon oft genug erklärt. Unheilsball 20 plus 20 für jede Energiekarte auf Yveltal und auf dem verteidigenden Pokémon. Einfach overpowered, wie ich finde. Und Y-Wirbel kommt in diesem Deck meistens sogar auch echt gut, wenn wir zum Beispiel ein Pokémon vom Gegner K.O.'n wollen. Und zusätzlich die doppelfarblose Energie konservieren und die dann irgendwie auf unser Zoroark packen und dann im nächsten Zug einfach mit rabiate Krallen anzugreifen. Also Yveltal EX darf definitiv in so einem Deck nicht fehlen. Darkrai EX, das Pokémon, was die meiste Zeit in den letzten Saisons einfach mal eben den Ton angegeben hat. Und zwar, ja, einfach weil es so gut war für die Verhältnisse, damaligen Verhältnisse, und es ist immer noch nicht schlecht. Finsterumhang gibt einfach unseren ganzen Pokémon, die Finsternis-Energie angelegt haben, null Rückzugskosten, was manchmal echt gut ist. Und Nachtspeer, 90 aufs Aktive und 30 irgendwo auf die Bank, ist manchmal sogar auch noch ganz gut. Und zusätzlich paart sich das manchmal sogar echt gut mit Rabiate Krallen von Zoroark. So, Rabiate Krallen von Zoroark kommt ja auf maximal 120 Schaden. Diese 120 Schaden können wir dann aber beliebig oft variieren, beispielsweise mit einem Silberreif, um auf 150 Schaden auf Pokémon EX zu kommen. Oder mit einer Finsterklaue, die denselben Effekt wie das Muskelband hat. Und das Muskelband ist halt in den meisten Fällen einfach besser, weil es unseren Gegner auch nicht spoilert, ob wir jetzt überhaupt Finsternis-Pokémon, also nur Finsternis-Pokémon spielen, oder vielleicht noch ein Bisofang im Deck ist oder irgendwas anderes. Und die Finsterklaue spoilert unseren Gegner halt einfach, dass wir höchstwahrscheinlich nur Unlicht-Pokémon, also Finsternis-Pokémon in unserem Deck spielen. Aber ja, es sieht einfach stylisch aus. Ich meine, guckt euch das Artwork an. Hat denselben Effekt wie ein Muskelband und so viel Unterschied macht das jetzt eigentlich auch nicht aus.
Aber mit Finsterklaue und Zoroark kommen wir auf 140 Schaden. Und gepaart oder abgerundet wird das dann vor allen Dingen durch den Hypnotoxic Laser, den wir dreimal in dem Deck spielen. Gepaart mit der Vapyro City Arena, die den Giftschaden zwischen den Zügen auf von 1 auf 3 erhöht. Also echt cool. Damit können wir auf 170 bzw. 180 Schaden mit unserem Zoroark kommen. Aber das, die Finsterklaue ist dann natürlich auch manchmal echt gut, um auf Iveltal EX angelegt zu werden oder auf Darkrai EX. So. Ja, kommen wir zu den Trainerkarten. Wir sind eigentlich schon bei den Trainerkarten, aber ich fange jetzt erstmal wirklich mit den Trainerkarten an. Brief vom Professor darf in Finsternis-Decks nicht spielen, um einfach mal schnell und effektiv Finsternis-Synergien auf den Ablagestapel zu bekommen. Einfach Brief vom Professor spielen, gefolgt von einem Ultra-Ball und die gesuchten Energien abschmeißen, um die Energien dann einfach in demselben Zug mit einem Finsterpflaster, was wir viermal in dem Deck spielen, andere Finsternis-Pokémon anzulegen. Und in den meisten Fällen, oder in den meisten Decks, die Finsternis-Pokémon spielen, ist dieses Finsterpflaster einfach ein Staple, weil es so gut ist. Es ist einfach overpowered und gut. Und ja, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Einfach eine Basis-Energiekarte von unserem Ablagestapel an einen Finsternis-Pokémon auf unserer Bank anlegen, ist echt gut. Computersuche ermöglicht einfach in diesem Deck viele explosive Züge. Und ist einem Itemradar in diesem Deck, was sehr auf Speed aufbaut, meiner Meinung nach überlegen. Und dementsprechend haben wir einfach kompletten Zugang auf unseren Deck mit der Computersuche und das kommt echt gut manchmal. Drei Fahrräder dürfen in diesem Deck nicht fehlen, einfach damit wir eine gewisse Konstanz haben und wirklich nicht in jedem Zug etwas in der Hand haben, womit wir das anfangen können. Und jetzt, wo es Lysander hier in dem Format gibt, was einfach ein Unterstützer ist, der aber irgendwie keinen Draw-Support liefert, ist Fahrrad noch besser, würde ich sagen. Einfluchtseil spielen wir in diesem Deck, um gewisse Pokémon von unserem Gegner rauszulocken. Wenn unser Gegner zum Beispiel in seinem ersten Zug, wir fangen an, unser Gegner macht seinen ersten Zug danach und darauf sind wir wieder dran und er hat in dem Zug einfach nur ein Pokémon auf die Bank gelegt, dann können wir das mit Fluchtseil einfach rauslocken und dann halt unser Pokémon auch noch austauschen, falls es irgendwie schlafen sollte, wegen was auch immer. Und das Pokémon auf der Bank K.O.'n. Kommt manchmal gut, um kleine Floinks zu K.O.'n. Und manchmal auch um kleine Shiggies zu K.O.'n. Also definitiv nicht zu unterschätzen. Drei Ultra Balls spielen wir in dem Deck. Und zwei Level Bälle ist einfach Pflicht, damit wir fix und schnell unsere Pokémon auf die Bank kriegen. Und die, kommen wir mal zu dem Supporter-Line-Up ganz schnell. Dreimal Akromas, zweimal Lysander, viermal End und viermal Esche. Gepaart mit drei Fahrrädern, wie eben angesprochen, garantieren diesen Deck einfach, dass man so gut wie nie etwas zieht, was man nicht braucht. Und auch sonst, die Energien, 8 Finsternis-Energien und 4 doppelfarblose Energien sind eigentlich Pflicht. Das Deck ist einfach explosionsartig und schnell. Es hat eigentlich viele angenehme Matchups. Aber die unangenehmsten Matchups wären vor allen Dingen Viridium Genesect. Und vielleicht sogar noch... Ja, wobei Viridium Genesect ist mit das unangenehmste. Und eventuell auch noch... Feen-Decks, die um Aromatis aufbauen. Ich könnte mir vorstellen, dass Mega Kangama auch noch einige Probleme bereiten könnte. Aber vor allen Dingen ist das Problem Genesect und Viridium. Und ich würde sagen, ohne viel drum rum zu reden, machen wir es einfach mal auf in ein Spiel gegen jemand anderen. Und da sind wir auch schon, meine Freunde. Heute spielen wir gegen David und Niklas, die sich dazu bereit erklärt haben, einfach mal gegen mich zu spielen. Und, wow. So, Sableye starten, alles klar. Und an dieser Stelle sei einfach mal gesagt, dass die beiden sich dazu entschlossen haben, einen eigenen TCG-Channel zu machen und sich nur auf TCG zu konzentrieren. Das heißt also, wenn ihr am TCG interessiert seid und mal, irgendwie über den Horizont hinaus schauen wollt, weil die beiden auch sehr viel oder relativ viel zum Thema Dingenskirchen machen. Gucken wir jetzt erstmal an, was hier gepriced ist. Zum Thema, Unlimited-Format machen. Das ist also ein Format neben dem Dingens, Kirschen da, neben dem Standard-Format. Dann schaut doch einfach mal bei denen vorbei. Es lohnt sich definitiv, wie ich finde. Unser Start jetzt gerade in dem Moment ist ganz okay. Also, zwei Brutal Bag, ein Foulplay. Lässt natürlich jetzt zu wünschen übrig. Aber egal, gucken wir mal, wie sich das noch entwickelt. Wir haben noch ein Ultra Ball, mit dem wir eigentlich sogar was raussuchen könnten. Frage ist, machen wir das? Ich würde sagen... Höchstwahrscheinlich wird er uns die Hand wegenden. Oder die, wenn die uns die Hand... Ach egal, papp.
Ich lasse es jetzt erstmal so. Okay. Und dann schaut doch einfach mal bei denen vorbei. Link ist in der Beschreibung. Lohnt sich bestimmt auf jeden Fall. Ich habe mir schon letztens die ersten drei Videos von denen reingezogen. Und die spielen das GAY-Deck. Das GAY-Deck. Und das ist, glaube ich, ein Matchup, was eigentlich nicht so gut ist. Aber da lässt sich bestimmt noch was mit anfangen. Also Sleepflips oder Paralyse, das wird uns ein Problem darstellen. Das heißt, ich hätte mal checken sollen, ob unser Fluchtseil noch drin ist. Ansonsten kann das hier deutlich unangenehm werden. Aber wir werden sehen, wie sich das alles noch entwickelt. So, er holt, oder sie holen sich erstmal das EVL-Teil raus. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die ganze Einzahl oder mehr Singular nehmen soll. Nee, ist doch dasselbe. Passt, was erzähle ich da? Ob ich Singular oder Plural nehmen soll, so, genau. Also, er oder sie. Mhm. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Und wie gesagt, der Zoroark-Deck ist einfach explosionsartig schnell. Und er endet uns die Hand weg, oder sie endet uns die Hand weg. Und, ja. Hm. Die Hand ist so lala, sag ich mal. Ja, also es ist jetzt nichts Besonderes, es ist aber auch nicht übermäßig schlecht. Mit der Hand lässt sich was anfangen. So viel kann ich eigentlich schon sagen. So, ansonsten würde ich jetzt gerne die Vapidro City Arena raushauen. Oder? Brauchen wir die Arena überhaupt? Man weiß es nicht. Gerade überlegen, was wir machen können. So, Zoroark auf die Bank. Gefolgt von einem Ultra Ball, Darkness Energy und Vapidro City Arena kann weg. So, und ich hole mir erstmal ein Zoroark für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. So, Zoroark entwickeln wir. Dark Patch. Und das Eveltal. Und Akromas für 6. Ziehen eine Finsternis-Energie. Frage ist jetzt gerade: Brutal Bash? Yes, no. Ich würde eigentlich sogar sagen: No. Weil für einen Preis lohnt sich das jetzt gerade nicht. Und ich will jetzt lieber hinten bei mir was aufbauen. Und deswegen hole ich mir jetzt erstmal mit Junk Hunt ein paar Ressourcen zurück. Einfach damit ich hier etwas habe, womit ich unser Feld aufbauen kann. Und dann werden wir sehen. Ich habe auch noch immer noch nicht nachgeschaut, ob unser Fluchtseil irgendwo da hinten liegt. Aber wir werden mal sehen, wie sich das noch entwickelt. So, da ist die Finsternis-Energie. Die Unlicht-Energie für Deckel-Cover. Das wusste ich, war eigentlich sogar abzusehen. Versuchen jetzt auch noch hier alles rauszuhauen, was es gibt an Ressourcen und so weiter und so fort. Also die nächsten zwei Shelmets stehen schon in ihren Startlöchern. Unratütox wird discarded. Da ist noch ein Sableye. Sableye ist in dem GAY-Deck ist auch einfach echt gut. Also in dem GAY-Deck. So, der hat jetzt schon zwei, oder sie haben jetzt schon zwei Hydra-Gills. Findet ihr das in Ordnung? Wobei, das ist natürlich scheiße. Ich meine, mit Deck and Cover 50, 10 Schaden und wenn ich meinen Zug abgebe. Ja, wenn jetzt natürlich der Ultra Ball, nicht der Ultra Ball, wenn er was priced ist, dann ist das sehr ungünstig. Dann müssen wir mal schauen, wie wir aus der Situation dann rauskommen können. Erstmal der Level bauen. Ich schau mal, ob meine Escape Rope gepriced ist. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob okay. Unsere Escape Rope ist gepreist. Bereite mir jetzt Kopfschmerzen. Ich hätte das früher checken sollen. Egal. Noch ein Zoroark raus. Und dann spielen wir noch eine DCE auf das Eveltal. Toolscrapper spielen die anscheinend nicht im Deck. Das heißt, ich könnte gerne mal den hier machen. Und damit beende ich mal den Zug. Die dürfen einen Preis ziehen. Finde ich jetzt nicht so gut. Und ich werde jetzt einfach meinen Zoroark nach vorne ziehen. Mein zweites. Und das erste Sableye ist K.O. Ja, hätte jetzt nicht sein müssen. Problem ist wirklich einfach, dass unsere Dings jetzt gerade unter den Preisen steckt. Und das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Zombiere ist jedenfalls vorne. Und die holen sich jetzt langsam aber sicher ihre ganzen, ihre Shell mit Armee raus. Ihre Schnurthelm-Armee. Aber das entspricht auf jeden Fall noch spannend zu werden. Wäre doch einfach, dass die Escape Rope nicht gepriced. So, ich habe aber noch meine beiden Lysander. Also ich habe meine Computersuche und mit der könnte ich die beiden Lysander raussuchen.
weil sie sich jetzt irgendwie dazu entschließen, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich nehme einfach mal an, es wird jetzt ein Floatstone gefolgt von einem Deck and Cover oder einem Evil Ball folgen. Das wäre so das, was ich mir jetzt am ehesten vorstellen könnte. So, Floatstone. Eher der Y-Cyclone. Okay, okay. Hm. Y-Cyclone also. Wie machen wir das am besten? So, wir machen jetzt in dem Moment 120 Schaden. Mit Gift und Laserbank wären das sogar mehr. Ich habe jetzt meine Vampyro City Arena abgeschmissen. So, machen wir mal den hier. Holen und Flordelis. Ich möchte aber jetzt nicht Flordelis. Wir holen uns Flordelis. Wir holen uns Flordelis. Wir können uns ja noch ins Spiel junkhunten. Irgendwie. Jo, wir können uns ja noch gleich dann irgendwie ins Spiel junkhunten. Falls es möglich ist. Ich möchte jetzt aber einfach erstmal jetzt diese Gefahr des Hydra-Gils loswerden. So. Y-Wirbel. Wir dürfen einen Preis ziehen. Kann ja sogar sein, dass da irgendwas Cooles drin ist. Oder unter den Preisen steckt. Eine DC! Hey, warum so gut? Egal. Warten wir einfach mal ab. Aber der Flordelis ist jetzt, der kam natürlich. Ja, der kam natürlich jetzt ganz gut. Eine DC ist jetzt im Ablagestapel. Und damit auch ein Hydra-Gil. Und wir werden sehen, wie sich das jetzt noch so entwickeln kann und wird. Ja, ich stehe jetzt ohne Supporter da. Wir haben. Bis jetzt drei. Ja, vier Supporter haben wir abgeschmissen. Wohl oder übel. Sind wir im Top-Deck-Modus. Oder wir junkhunten uns mit Zobiris ins Spiel zurück. Was auch nicht so schlecht wäre. Eigentlich. So, Computersuche. Mit der Computersuche wird ein Hyperball oder eine Professor Esche abgeschmissen. Ich rechne mal, dass eine doppelfarblose Energie. Ne, ein Silberbengel. Okay. Da ist die doppelfarblose Energie. 50 plus 30 plus 10 sind 90. Wenn die Zug abgeben, sind es. Okay. Okay, das war. Ja, es ist ein bisschen komisch, gegen so ein unkonventionelles Deck zu spielen. Es ist ungewohnt, ja. Aber. Natürlich auch ganz cool. Die Weltteile X ist so der Staatsfeind Nummer 1. Kann man sagen. Der Staatsfeind. Ein Floatstone ist wieder im Ablagestapel. Der Ender auch noch. Ihr hättet mich ruhig enden können, Jungs. Vielleicht bereue ich es jetzt auch, dass ich nicht auf die Konstanz-Variante gegangen bin. Warum habe ich eigentlich den Laser gespielt? Das war dann natürlich recht dumm. Ach, keine Ahnung. Ist es was anderes, als wenn man nur spielt oder als wenn man nur spielt und kommentiert? Aber das tun die Jungs ja genauso. So, Super Rod, um die Esselgors und Schnundhelms wieder reinzumischen. Folgt von einem Hydra-Ball, genau. Und Deck and Cover, Fragezeichen? Oder doch eher Evil Ball? Ne, Deck and Cover. Okay, für 80. Plus 10 gibt Schaden. So, und da ist ein Laser. Ich könnte jetzt mit Laserflips lacken. Nicht schlecht, der Specht. So, und damit seid ihr wieder am Zug. So, Sleep Flip. Oh mein Gott, der Sleep Flip. Damn, der Sleep Flip. Da konnte ich mich jetzt irgendwie noch halbwegs retten. Das ist natürlich jetzt böse. Ich glaube, mit dem GAY-Deck spielt man noch gar keine Switch-Karten außer Floatstone. Ja, der. Diese eine Karte hier, der Hypnotoxic Lane, der entscheidet wirklich Spieler. Zum Teil. Keine Ahnung, ob das jetzt hierfür entscheidend war. Gibt mir aber natürlich einen Zug, mit dem ich mich. Ja, wieder irgendwie. Zurück aus der Bredouille holen kann. Kann ich da sagen. Ich meine, die können jetzt ihren Zobiris nicht zurückmischen und oh, da ist auch noch das Unrat Hytox. Könnte uns teils jetzt auch ein bisschen lähmen, wenn das Garbodor rauskommt. So, ja, gegen Megafon jetzt gerade hätte ich nichts. Und ja, Zobiris schläft weiter. Finde ich gut. So, Top-Deck-Modus muss sein. Früher oder später hätte ja ein Supporter kommen müssen. Foulplay, Zoroark, yes, no. Ja, doch, warum nicht? Gefolgt von einem Dark Patch und wir bauen uns jetzt auch noch
unser Dingens da auf. Wie hieß das? So, und gefolgt von einem Y-Wirbel, mit dem Y-Wirbel schieben wir die Finsternis-Energie wieder zurück. Und mal sehen, was da jetzt noch so alles kommt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht ein... Ah, Hydragiel. So we meet again. Hydragiel. Das heißt, Hydragiel, wenn Hydra... Also, nee. Hydragiel muss er jetzt nicht unbedingt angreifen. Okay, N. Ja, jetzt gerade in dem Moment finde ich den N auch gar nicht schlimm. Also, so sehe ich das. So, wie viele Bicycles sind schon weg? Ein Bicycle ist weg. Hm, schade. Ich denke nicht, dass ein Deckencover kommt. Ich rechne einfach nicht damit. Also mit einem Deckencover. Fragt mich nicht wieso, aber ich rechne nicht damit. Das wäre ein bisschen Verschwendung für ein 50 HP Iveltal. Aber der Laserflip, der hat mich ja schon teilweise jetzt echt gerettet, ne, muss man sagen. So, und wenn jetzt Iveltal kommt, können wir ja sogar lustigerweise mit Zoroark kontern. Verspricht, wie gesagt, noch ganz lustig zu werden. So, was kommt jetzt? Evil Ball? Oder doch Y-Cyclone? Okay, Evil Ball. Na gut. Zeit für mein Iveltal. Wie hieß das? Meinen alten Freund. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 120. 120 Schaden wären das jetzt. Nicht unbedingt überzeugend. So, Fahrrad, N. Laser, lacken wir uns wieder durch? Nö, leider nicht. Eins, zwei. So viel können wir in dieser Situation nicht machen. Es ist natürlich sehr schade, dass unser Fluchtseil gepreist war. Haben wir denn noch irgendwas im Deck, was uns hätte helfen können? Ach, stopp, die Vapidro. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 120, 150. Stopp. Evil Ball wäre jetzt sogar ein K.O. Marotzer Unheilsball. Ist jetzt sogar ein K.O. Nice. Okay, da muss ich jetzt gerade kurz überlegen. Puh, okay, das ist jetzt sogar ganz cool gewesen. Aber, ja, ich hätte jetzt hoffen müssen, dass wir da was aus unseren Preisen ziehen, was Fluchtseil heißt. Aber es befindet sich immer noch unter den Preisen. Was ich sehr schade finde, weil er uns jetzt sogar ganz gut looten kann. Hätten wir jetzt das Fluchtseil aus den Preisen gezogen, wäre da noch was drin gewesen. Aber so ist das leider nicht mehr möglich. Da konnte uns auch der Sleepflip eben nicht helfen. Also, die Zoroark, wie gesagt, mit Schmarotzer, das darf man keineswegs unterschätzen. Das ist schon echt cool und das kommt manchmal auch echt gut. Aber, ja, das bringt uns ja jetzt in dem Moment auch nicht so viel. Es kommt nämlich ein Deckencover. Ah, okay. Wieso dann nicht das Iveltal gebencht? Vielleicht, wenn man sich nicht decktot ziehen will? Ich weiß es nicht. So, Shelmet irgendwie. Ne, Iveltal. Wo ist denn das Shelmet von denen? Die haben doch noch eins. So, und die ziehen sich jetzt gerade in dem Moment leicht tot. Aber sie können in dem Sinne jetzt nicht mehr tot gehen, weil sie sich ja die ganzen Ressourcen wieder ins Deck mischen. Das heißt, wir sind jetzt in so einer Situation, wo es heißt, so, ein Floatzone, zwei Floatzone, drei Floatzone, vier Floatzone. Ey Leute, wisst ihr was? Wenn wir es irgendwie schaffen, einen Floatstone zu ziehen, den Floridelis zu ziehen, dann hätten wir hier sogar noch angenehme Chancen, vermag ich es zu sagen.
Welche Karten haben wir noch im Deck? Mit dem Floor. Okay, ich werde jetzt die Welter nach vorne schicken. Wir haben noch 12 Deckkarten. Wenn ich ein Fahrrad ziehe, wäre das Fahrrad sogar ganz cool. So, jetzt in den. Also, wir können in diesem Zug nicht K.O. gehen. Also, noch nicht. Wobei, stopp. Wir können geloopt werden. Ja, nicht gut. Gar nicht gut. Wir können geloopt werden. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Moment, Silver Bengel. So, okay, stopp. Ja gut. Flordelis. Garbodor. Energy. Go. So, könnt ihr jetzt auch irgendwas machen? 1, 2, 3. 3. 3. Ich glaube, da geht nichts mehr. Ich glaube, da sollte nichts mehr gehen. Oder? 1, 2. So, 1, 2. 3, 4, 5. 5 Darkness Energies. Yo. Also sollten wir da noch. Wie viele Ends haben die gespielt? 1, 2, 3, 4. Okay. Yo. Gebe jetzt auch ab. Also die haben keine Ends mehr. Und ja. Auch anscheinend keine Energien mehr. Ich meine, die brauchen jetzt eine DCE. Und ich würde sagen, das war es, glaube ich, oder? Ja. Wenn jetzt in dem Zug Ends haben die keine mehr. Also ich würde sagen, gutes Spiel. Also es hatte schon ein sehr überraschendes Ende irgendwie. Oder? War es das? Können die noch irgendwas machen? Pyragil? Nee, geht nicht mehr, ne? Ja, nee, geht nicht mehr. Ich glaube, da waren auch einfach keine Energien letztendlich mehr übrig. So, ja, ich würde sagen, gutes Spiel. Sehr spannend am Ende. Also, wenn der End nicht wäre und ich den Flordelis dann noch aus dem End gezogen hätte, dann, ja, wäre da nichts gewesen. Aber so letztendlich, ich könnte euch sogar jetzt noch Brutal Bash zeigen. So, hier, es wären jetzt nämlich 100 Schaden, rabiate Krallen. Und es wären 100 Schaden, aber die bringen uns jetzt in dem Moment. Und da war natürlich das Fluchtseil, aber gut. So, kann nichts mehr gezogen werden. Und ich würde sagen, wie gesagt, Leute, geiler Kampf. Wenn euch dieser Kampf gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch und schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. Lohnt sich definitiv. Lasst ein Abo da, wenn ihr am TCG interessiert seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bis bald und ciao. Euer Rigi.